Der Gesundheitstag in Himberg war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die kleinen und großen Besucher genossen das vielseitige Programm. Für die Kinder ist es immer ein voller Erfolg. Also die freuen sich schon und bereiten sich eigentlich schon lange Zeit vorher dafür vor und sind immer ganz motiviert und freuen sich schon wirklich, ihren Tanz und ihre Bewegungen darzustellen. Der Gesundheitstag versteckt sich, dass wir die Kinder zur Bewegung motivieren wollen. Und ich glaube, das ist auch voll gelungen. Und der ASKÖ hatte heute schon einige Kindergärten ausgezeichnet als bewegungsfreundliche Kindergärten. Und wir sind stolz, dass hier alle Generationen mitmachen. Die Kindergärten, die Volksschule, die neue Mittelschule, das Polytechnische Schule und auch Senioren sind hier, machen Kreislauf und Herz fit. Und das ist wichtig, weil Bewegung ist für die Kinder ganz wichtig, für das rhythmische Verhalten, aber auch für Kreis, Körper und Seele und für die gesamte Fitness. Wie ist diese Idee denn entstanden? Die Idee ist aus einem Projekt Aktiv gesund in Himberg entstanden. Hat es vorher ein Projekt gegeben von Magister Günter Schagerl von der ASKÖ Bundesorganisation, gemeinsam mit dem vorigen Bürgermeister. Und aus diesem Projekt, zum Gesunder gegangen, sind verschiedene Aktivitäten, da hat es Workshops gegeben, verschiedene Kurse, Gesundheitskurse, die es auch jetzt noch gibt in Himberg. Und aus diesem Projekt ist auch entstanden, dass dieses Aktiv-Gesund-Fest mit allen Institutionen, alle Kindergärten, alle Schulen hier teilnehmen, auch die ältere Generation aus der Herzfit, Seniorenfit und Rückenfit-Gruppe. Was gibt es denn da heute alles zu entdecken unter anderem? Die Kinder, wie sie sich bewegen, freudvoll bewegen, lachen beim Bewegen, was die wichtigsten Komponenten sind, da sieht man auch, dass den Kindern Bewegung Spaß macht prinzipiell, wenn man die Möglichkeit den Kindern gibt, dass sie Bewegung machen können. Hier der Appell an die Eltern, mit den Kindern rausgehen, Bewegung machen. Da braucht man gar nicht viel machen, sondern ein bisschen spazieren gehen, wandern gehen, in die Natur gehen. Die Kinder entdecken sich eh selbst, auch den Kindern was zutrauen. Die Kindern zutrauen, dass sie auch wo drauf kraxeln können, balancieren können. Also dass sie wirklich natürlich die Bewegung erleben können, auch die Kinder. Der ASKÖ ist hier ein guter Partner und der hat das eingeführt und die Pflanze hat zum Wachsen begonnen und jetzt ist sie überall in allen Herzen, die Bewegung. Und man sieht ein tolles Fest, mehrere hundert Kinder da, ganz, ganz super. Was gefällt euch denn heute am besten her? Dass das Auto da ist, dass das Rot-Gras-Auto da ist. Und dir? Dass jeder Freude hat. Was erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung? Naja, das ist immer so ein bisschen die Bewusstseinsbildung, dass Bewegung wichtig ist. Und hier sieht man es auch, die Kinder leben die Bewegung, sie freuen sich. Hier sind auch die Pädagoginnen und Betreuer in der Kindergärten ganz vorbildlich und auch natürlich von der Volksschule oder der Neuen Mittelschule, die hier die Bewegung ja auch vorgeben. Aber hier eben wichtig sind, also vorrangig die Eltern, dass sie das auch zulassen und ihren Kindern diese Möglichkeiten geben. Es gibt auch genug Vereine, glaube ich, Sportvereine in Himberg, Tennis, Fußball, wo die Kinder hingehen können, um Bewegung zu machen. Wie wichtig ist Bewegung für Kinder aus Ihrer Sicht? Ganz, ganz wichtig und wir versuchen es auch jeden Tag in die Schule einzubauen und in den Schulalltag, weil Bewegung, ja, durch Bewegung lernen, das gehört einfach zusammen. Es geht eines ins andere.